Da wären wir bei Bauabschnitt 3. Das sind die ganzen Teile, die dafür benötigt werden. Ist ja auf jeden Fall ein größerer Abschnitt wie der zweite. Und ich denke mal, so 2 Stunden wird das Ganze dauern. Und schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Wo war er? Ja, hier, Porkköpfe. Einen und hier war noch irgendwo einer. Da haben wir es. Also, wir werden Porks bauen in dem dritten Bauabschnitt. Und nicht nur Porks, sondern auch hier Chewbacca und C3PO. Und die habe ich hier drin gefunden. Also, ohne viel Reden, legen wir los. Das haben wir bisher gebaut. Wir haben einmal hier Chewbacca mit seiner Armbrust, wo man so einen kleinen 1x1er Stein verschießen kann. 3 Stück davon sind dabei. Und man sieht hier, seine Beine sind bedruckt. Ja, das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Allerdings habe ich ein Problem, und zwar, ich kriege hier seine Hand nicht rein. Die hier, die steht ultra weit raus und da kann man drücken, wie man will. Die geht irgendwie nicht richtig rein. Also, kleines Problem bei Chewbacca. Dann haben wir C3PO und der gefällt mir richtig gut. Schaut mal, die Augen sind wirklich mittig gedruckt und das passt richtig gut. Auch hier der Aufdruck ist recht detailliert und ja, sieht einfach gut aus. Also C3PO, mit dem bin ich wirklich zufrieden, der gefällt mir gut. Schöne kleine Minifigur. Und dann haben wir natürlich noch die Porks und na, kommt mal her. So sehen die kleinen Kerlchen aus, auch hier oben das Gesicht aufgedruckt, sieht alles in Ordnung aus und damit so ein paar kleinen Fliesen zusammengesteckt. Und das hier ist interessant, schaut euch mal die Fliese hier an, was die für ein Muster auf der Seite hat. Das haben die anderen Fliesen nicht. Das scheint irgendwie aus der Fabrik zu stammen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch eine richtige Pflanze irgendwie dazwischen gelegen hat oder ob das von einer anderen Druckplatte, Gussform, keine Ahnung ist. Auf jeden Fall hat das nur die eine Fliese und die anderen, die haben das alle nicht. Auf jeden Fall haben wir hier unsere beiden Porks. Und dann habe ich gebaut diesen Abschnitt hier. Und zuerst dachte ich, was könnte das denn werden? Aber ich denke, wir haben hier einen Teil, hier kann man sehen, wo ein Geschütz dran ist. Ja, ein steuerbares, ein- und ausfahrbares Geschütz haben wir hier. Und diese Sektion ist wohl auch schon weitestgehend fertig. Man kann also nachher das Geschütz hier einmal so einfahren. Wupp. Und dann kann man hier diese Klappe drüber ziehen. Klappe zu, Klappe auf und, naja, wenn es nicht gerade klemmt, Geschütz raus. Tja, schöne kleine Sektion. Und die werde ich jetzt mal dann hier am eigentlichen Falken, am Hauptkörper, verbauen. Na, also das hat jetzt mal richtig Spaß gemacht. Ein ganz, ganz toller Abschnitt, den ich hier gebaut habe. Ja, ihr seht schon, das hier ist der Raum, wo der Holoschachttisch sitzt und da gibt es einiges zu entdecken. Legen wir los. Wir haben hier also eine Sitzbank, die wurde mit solchen Hinges gebaut, dass die dann hier so passend um die Ecke rumgeht. Einmal hier der Holoschachttisch und dahinter haben wir noch eine kleine, schöne, Anlehnung an die Filme oder an den ersten Film. Das hier ist nämlich der Helm, den Luke aufsetzt, wenn er die Macht trainiert mit dem Lichtschwert und dieser fliegenden Drohne oder was das war. Also echt schönes kleines Detail. Hier haben wir so ein paar Behältnisse hingestellt und ja, keine Ahnung, was das hier genau darstellt. Sieht aber sehr nett aus. Dann haben wir einen Drehstuhl. Ja, das ist der hier. Den kann man drehen. Und davor haben wir dann noch eine Bedienkonsole und ja, das sind alles Aufkleber, die da drauf sind. Zum Glück alle ordentlich ausgeschnitten, ausgestanzt. Druckqualität sieht auch gut aus und ich habe sie zum Glück relativ gerade drauf bekommen. Von daher sieht auch die Konsole sehr ordentlich aus. Ein weiterer Aufkleber ist hier in dem Gang, denn den habe ich hier hinten drauf geklebt und ja, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, finde ich. Und bietet dann so einen kleinen dreidimensionalen Effekt, wenn man da durch den Gang durchgehen würde. Also wirklich ein toller, toller Bauabschnitt. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Wenig spektakulär. Aber hier gibt es schöne Bautechniken. Ganz ehrlich, schöne Bautechniken, wie man hier zum Beispiel diesen Bogen hier gebaut hat. Ja, das war sehr schön. Ihr seht hier, wir haben eine Bauumkehr drin und das wurde dann so zusammengefügt. Also
sehr, 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 sehr nett gemacht und macht riesen Spaß, diesen Abschnitt hier zu bauen. Und jetzt muss der Raum natürlich noch hier in den Falken reingepackt werden. Und das ist hier der nächste Punkt, dann wird er befestigt und das wird dann auch wieder, hier kann man das sehen, somit gelöst, dass die Teile hier reingesteckt, also das Kamera müsste man draufhalten, dass die Teile hier dann in die Technikverbindungen hier reingesteckt werden. Und genauso geht es auch hier mit den anderen Verbindungen weiter. Das sind diese hier. Die werden dann auch dort in vorhandene Verbindungen in Technikpinne reingesteckt. Und dann findet der Raum hierin seinen Platz in dem Bereich hier. Hier haben wir jetzt wieder ein typisches, nein, sagen wir nicht typisches, aber ja so ein Lapin-Problem. Denn ich zeige es euch mal. Ich brauche hier im nächsten Abschnitt 4 von diesen normalen Technikpinnen. Und einer sieht so aus, da ist, keine Ahnung, beim Guss irgendwas schief gelaufen oder der ist auseinander, na, auseinandergebrochen nicht, auf jeden Fall, ja, da fehlt die Hälfte. Ja, so sieht er aus und so sollten die eigentlich aussehen und da sieht man deutlich, die Hälfte ist hier irgendwie flöten gegangen. Ich vermute mal, hier ist in der Gussform einfach zu wenig Material reingekommen. Auf jeden Fall, der ist unbrauchbar und ich habe auch keinen Ersatzpin jetzt hier direkt dabei, aber zum Glück habe ich ja die Ersatzteilkiste und da habe ich noch einige davon drin, von daher kein Problem. Den können wir als Kuriosität einfach mal hier liegen lassen und ich kram mal schnell in der Ersatzteilkiste und dann kann der Bau weitergehen. Bauschritt 4 steht an, das heißt mit 3 bin ich fertig und da steht das Ergebnis. Und da werfen wir jetzt noch mal einen genaueren Blick drauf, was sich hier alles getan hat. Ich muss mal ein Stück zurückgehen, dass man das in der Gänze sieht. Also da wurde schon einiges mittlerweile angebaut. Ganz zum Schluss kamen jetzt hier diese, keine Ahnung, Verzierungsteile drauf. Soll wohl irgendwie technisch aussehen. Einmal hier auf der Seite und genau dasselbe oder sowas Ähnliches haben wir noch mal auf der anderen Seite. Da kann man auch ein bisschen Werkzeuge erkennen. Rohre und ja, weiß der Himmel was. Als nächstes haben wir, wie gesagt, am Anfang schon gesehen, hier das Geschütz eingebaut. Das ist hier das Teil, wo man hier unten die Klappe öffnen kann und dann fährt das Geschütz dann dementsprechend aus und kann frei bewegt werden. Und auf der anderen Seite haben wir dann den wunderschön gebauten Raum mit dem Durchgang, der Konsole, dem Holotisch und jetzt kam hier zum Schluss noch mit dabei hier die Polsterung, die Sitzpolster auf dieser Couch und das hier sind dann auch Aufkleber und ich muss sagen, die sind qualitativ wirklich gut geraten, also schön gedruckt. Die Farbe passt nicht ganz hier mit den Steinen überein, aber stört mich jetzt eher weniger. Und die Aufkleber auf der Konsole, hier habe ich ja vorhin schon gesagt, die sehen richtig gut aus. Dann kommen noch hinzu hier diese vordere, tja, ich weiß gar nicht genau, was das werden soll. Ich denke, ja, es könnte eigentlich die Rampe werden, für rein und raus zu gehen, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht. Wurde hier befestigt, einfach mit solchen Bausteinen und mit 4 Slopes, die drüber gelegt wurden, damit das Ganze mehr Stabilität bekommt. Und ich drehe es mal eben um, dann kann man es besser sehen. So, da liegt er jetzt auf dem Rücken. Also, das ist dieses Teil hier. Also, das wird eindeutig schon mal zur Außenverkleidung gehören. Und ich denke, das wird die Rampe werden. Ja, ich glaube schon. Und ja, hier so ein Landefuß, der wurde dann auch nochmal zusätzlich dazu gebaut. Zu den 6 Stück, die wir schon haben, haben wir jetzt insgesamt 7 von den Landefüßen. Tja, und ich glaube, im Großen und Ganzen war es das auch. So ein paar kleinere Verzierungen kamen hier irgendwo noch dran. Aber ja, es fällt langsam schon schwer, hier den Überblick zu behalten. Ist halt echt viel, was hier verbaut wird. Aber jetzt kann man die Größe immer besser erahnen, wie der endgültig mal wird. Da kommt natürlich noch Verkleidungen rundherum und das wird ein Riesenteil. Und tja, im Bauabschnitt 4 geht es dann auch demnächst gleich weiter.